Ja, hallo meine lieben Filmfreunde und Steelbook-Sammler. Ja, das ist das letzte Video zum Steelbook-Tag. Ich habe ja das eine schon gedreht gehabt, das müsste ich dann mal hier so an der Seite irgendwo verlinken oder dann unten in der Beschreibungsbox. Das Ganze wurde von Cinemanuel ins Leben gerufen und im heutigen Video geht es um die Steelbooks ohne Prägung. Meine Top 10, meine persönliche, und ich habe das Ganze hier schon einmal in einem großen Stapel vorbereitet. Und ohne weitere Umschweife würde ich sagen, fangen wir mit meiner Top 10 an. So, und auf Platz 10 habe ich mir ausgesucht. Ja, es ist mir wirklich auch nicht sehr leicht gefallen, denn ich habe einige Steelbooks ohne Prägung, Hochglanz, Mattoptik, und auf Platz 10 habe ich mir dann ausgesucht Terminator Salvation hier im wunderschönen deutschen Blu-ray Steelbook, Hochglanzdesign, auch wirklich sehr, sehr detailliert das Ganze hier gedruckt. Und die Rückseite kann sich auch sehen lassen, sieht jetzt vielleicht nicht so gut aus, wenn der Scheinwerfer dann nicht unbedingt ja, gut drauf fällt. Ansonsten muss ich sagen, wenn ihr das live vor euch seht, ein wirklich sehr, sehr schönes Steelbook. Das ist allerdings hier schon ein wenig lidiert, aber ich habe das Ganze zweimal gekauft damals und so sieht das dann von innen aus. Ich habe an der Stelle natürlich schon dieses Flyer-Zeugs und CDs und alles, was da drin drum und dran ist, rausgenommen. Das werdet ihr auch im Verlauf des Videos schon sehen, denn es geht ja hier nur um das Steelbook an sich. Und das ist mein Platz Nummer 10. So, auf Platz Nummer 9 habe ich mir wieder ein deutsches Steelbook ausgesucht, nämlich das deutsche Blu-ray-Steelbook zu dem Film Tron Legacy. Und ja, auch sehr schön hochglänzend mit einigen Applikationen, wenn man das hier ins Licht hält. Sieht man diese wunderschönen Farbreflektionen, das sieht richtig geil aus, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Und die Rückansicht ist auch wirklich sehr, sehr stylisch gehalten, wunderbar, schön glänzend auch. Und vom Innenleben her habe ich natürlich, wie eben schon angesprochen, alle Discs bereits entfernt. Das Ganze sieht dann so aus. Der Innendruck ist auch nicht schlecht geworden, auch sehr, sehr schön und stylisch, passend zum Film. Und ja, das ist meine Nummer 9. Und weiter geht's mit Nummer 8. Und da werden einige wahrscheinlich denken, oh, Nummer 8, was soll denn da jetzt noch alles kommen? Weil das ist schon eigentlich alleine betrachtet ein sehr, sehr schickes Steelbook. Die Rede ist nämlich vom UK Steelbook von Zafi, müsste das gewesen sein, zu King Kong. Auch ein sehr, sehr, sehr schön hochglänzendes Steelbook, auch sehr, sehr fingerabdruckempfindlich, muss ich sagen. Aber das Motiv ist wirklich sehr gut getroffen. Die Rückseite ist etwas dunkel gehalten, aber dennoch, wenn man sich das mal von der Nähe betrachtet, wenn man das live vor sich liegen hat, ein wirklich sehr, sehr edles Stück, muss ich sagen. Und auch der Innendruck ist ein wenig besser geraten als bisher bei denen, denn dieses Motiv ist wirklich sehr, sehr geil. Und man kann es auch relativ gut erkennen, gefällt mir sehr gut. Mein Platz Nummer 8. Platz Nummer 7. So, und da haben wir wieder ein deutsches Steelbook. Es müsste, glaube ich, ein deutsches... Ah nein, das ist auch ein UK-Steelbook, nämlich zu Ghostbusters 2. Und auch ein schönes Hochglanz-Steelbook, finde ich auch sehr, sehr schick. Und die Rückansicht, also dieses Plakatmotiv, was hier gewählt wurde, gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Auch hochglänzend, wunderschön. Und vom Innenleben sehen wir dann natürlich das Ecto 1 der Ghostbusters, auch sehr, sehr schön, kräftig gedruckt. Ja gut, es hat an einigen Stellen etwas Verblassung, das kommt aber durch die Plastik vom Steelbook an sich. Ansonsten ein wirklich sehr gelungenes Steelbook. Dann kommen wir zu Platz Nummer 6. Und da habe ich mir wieder ein ausländisches Steelbook rausgesucht, nämlich von Nova Media müsste das gewesen sein. Nämlich zu dem Film Edge of Tomorrow. Und nein, das ist jetzt nicht das handelsübliche deutsche Blu-ray Steelbook, sondern wie ihr unschwer erkennen könnt, gegenüber dem deutschen Stil haben wir hier eine Glanzlackierung drauf. Sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Und die Rückansicht gefällt mir genauso gut. Wirklich sehr, sehr geil. Da kann man wirklich ein Auge zudrücken, wenn man sich das Inlay mal hier anschaut. Das ist jetzt nicht besonders farbenfroh. Teils gezeichnet auch ziemlich... ja, undetailliert daherkommt, muss ich sagen, entschädigt dieser Außendruck hier wirklich über alle Maße, finde ich persönlich. Sieht sehr, sehr geil aus. So, und dann kommen wir zu Platz Nummer 5. Und da habe ich mir ebenfalls wieder ein ausländisches Steelbook rausgesucht.
Das müsste auch jetzt, ich glaube, Kimchi DVD müsste das gewesen sein, nämlich Grand Budapest Hotel. Da gibt es noch ein Lenticular und so weiter. Unboxing-Videos findet ihr auch übrigens zu diversen von den Steelbooks, die ich euch jetzt gezeigt hatte, auch auf meinem Kanal. Aber dieses leicht schlichte Design, trotzdem mit diesen minimalen Fensterapplikationen, Leuchteffekten hier, finde ich wirklich sehr, sehr schick. Und von hinten sieht das Ganze dann so aus. Ein wunderschönes Steelbook und der Innendruck finde ich wirklich auch sehr passend gelungen. Hier mit diesen Mendels-Paketen und den zwei Protagonisten wirklich wunderschön. Gefällt mir sehr gut. Dann geht es weiter mit Platz Nummer 4. Und da habe ich mir ebenfalls wieder ein ausländisches Steelbook rausgesucht. Das müsste auch UK von Zafi sein, nämlich Army of Darkness oder zu Deutsch die Armee der Finsternis. Und das sieht wirklich bombastisch aus. Diese Glanzlackierung hier vorn drauf mit diesem wunderschönen Motiv gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und auch hier hinten wieder ein Kinoplakatmotiv als Background sozusagen. Wunderschön. Da gibt es ja auch einige DVD-Veröffentlichungen, die dieses Cover auf der Frontseite haben. Finde ich wirklich sehr, sehr geil. Meine Nummer 4. Und dann kommt meine Nummer 3. Nämlich das Kimchi DVD, ach nee, Nova Media war das gewesen, sehe ich hier, zu Leon der Profi. Und das Ganze hat auch eine wunderschöne Glanzlackierung mit so einem netten Effekt. Ich weiß nicht, wie gut man das hier erkennen kann. Da sieht man nämlich die Buchstaben Leon, die hier drüber wandern. Dann, wenn man es, ja, der Scheinwerfer ist ein bisschen penetrant. Aber wenn man sich das gut betrachtet, sieht man hier Leon draufgeschrieben, so in einem wunderschönen Glanzdruck. Ich weiß nicht, wie gut man es erkennen kann. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Da sieht man es besser. Da sind nochmal die Buchstaben zu sehen. Wirklich auch sehr, sehr schön, wunderbar. Und der Innendruck gefällt mir auch sehr gut. Ist natürlich durch die Plastik etwas verblasst, aber dennoch ein sehr, sehr schönes Inlay-Motiv, was hier gewählt wurde. Meine Nummer 3. So. Und Nummer 2 ist auch ein Steelbook, das es, glaube ich, so im deutschen Raum auch gibt. Aber die Edition an sich fand ich schon sehr umfassend, wunderschön gemacht. Nämlich John Wick. Das ist auch ein Nova Media Exklusiv Steelbook im Hochglanzdesign. Wirklich sehr, sehr edel gemacht. Gefällt mir extrem gut. Und auch hier die Rückansicht mit dieser Zündschnur hier, mit diesem Effekt. Sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Auch sehr hochwertig. Und der Innendruck geht eigentlich auch klar soweit, ist natürlich wieder etwas verblasst durch die Plastik-Trays vom Steelbook an sich, aber finde ich wirklich sehr, sehr genial und mein All-Time-Favorite Top Nummer 1 Steelbook, Trommelwirbel, tararam, ist natürlich aus dem Hause Kimchi DVD, müsste das gewesen sein, oder Nova Media, ich weiß es nicht, ich habe jetzt alles abgemacht, das Parfüm. Hat auch eine deutsche Tonspur und sieht wirklich bombastisch aus. Dieser Druck hier drauf mit diesem Hochglanzdesign gefällt mir extrem gut. Und auch das Rückmotiv ist eher schlicht gehalten, aber wirklich sehr, sehr passend zum Film. Sieht wirklich enorm geil aus und auch sehr detailliert, wenn man sich das von der Nähe anguckt. Die ganzen Haare hier von der Frau auf der Frontseite. Und das ist wirklich, das ist schon fast noch besser als der Außendruck, finde ich. Schaut euch mal diesen gestochen scharfen, wirklich sehr detaillierten Innendruck an. Da kann sich wirklich jedes deutsche Steelbook warm anziehen, auf Deutsch gesagt. Denn sowas habe ich im deutschen Raum noch nicht gesehen. Das ist wirklich extrem detailliert, sehr, sehr, sehr farbkräftig, kontrastreich. Also als wenn die Plastik gar nicht, als wenn da überhaupt kein Plastiktray vorhanden wäre. Das ist, als wenn man wirklich auf ein richtiges Foto schaut. Es sieht einfach gigantisch aus. Es ist ein wirklich wunderschönes ausländisches Steelbook. Wie gesagt, entweder Nova Media steht hier drauf, Nova Media Logo und der Lenticular-Effekt von dem Schuber, wie gesagt, das habe ich alles weggelassen. Jetzt, es geht hier nur um das Steelbook im Hochglanzdesign und das sieht wirklich genial aus. Und auch dieser Lenticular-Effekt von dem Schuber, gibt es auch ein Unboxing-Video auf meinem Kanal. Das ist wirklich, ich liebe dieses Steelbook abgöttisch. Es ist wirklich wunderschön designt. Extrem farbkräftig, von allen Seiten gedruckt, es ist atemberaubend, wunderschön. Ja, und das wäre es zu meiner Top 10 Steelbooks ohne Prägung. Und nun sind wir an der Stelle, wo ich natürlich noch zwei Leute mir aussuchen muss zum Taggen.
Und ja, ich habe mir ausgesucht den guten Fanboy Germany alias Ben und Alexanders Filmgude, den guten Alexander natürlich. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Tag. Wie gesagt, schaut euch gerne mein erstes Video an von den beiden. Da stehen nochmal die Regeln drin. Ansonsten findet ihr alles weitere unten auch in der Beschreibungsbox. Alexander und Ben könnt ihr euch an der Stelle nochmal durchlesen, was ihr dabei beachten müsst. Und nicht vergessen, Cinemanuel natürlich weiterhin verlinken, der diesen Tag ja ans Leben gerufen hat. Und ich bedanke mich natürlich nochmal bei Cinemanuel an dieser Stelle dafür, dass er mich getaggt hat. Wunderbar. Und ich hoffe, dir hat meine Tag-Antwort gefallen. Vielleicht gibst du mir auch ein Däumchen nach oben für dieses Video, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Ansonsten, man liest sich vielleicht in den nächsten Kommentaren unter deinen oder unter meinen Videos. Ja, ich wünsche dir und allen anderen Zuschauern selbstverständlich einen wunderschönen Tag oder Abend, wann ihr dieses Video je nachdem schaut. Euer Moviefan 1982 ist raus. Macht's gut. Ciao.